Lange hat Naturfilmer Lothar Lenz überlegt, ob es sinnvoll wäre, dieses Video zu veröffentlichen. Er hatte die Befürchtung, dass viele Menschen es vielleicht als zu reißerisch ansehen würden. Dann hat er sich doch dazu entschlossen, weil er zeigen möchte, dass Wespen und Hornissen keinesfalls die aggressiven und bösartigen Untiere sind, für die sie leider immer noch von vielen Menschen gehalten werden. Sein ganzes Leben lang hat er sich mit Tieren beschäftigt. Er kennt ihr Verhalten und weiß, wie und wo sie leben. Während der letzten Wochen hat er sich ausführlich mit der filmischen Dokumentation der sozialen Faltenwespen beschäftigt. Es sind äußerst interessante Tiere, die ihn im Laufe der Zeit immer mehr in ihren Bann gezogen haben. Viele faszinierende Verhaltensweisen konnte er in Videos und auf Fotos festhalten, und inzwischen kann er immer weniger verstehen, dass viele Menschen eine solche Abscheu und Hysterie beim Anblick dieser Tiere zeigen. Wespen und Hornissen sind nicht böse und aggressiv, solange man sich auf sie einstellt. Für viele Menschen sind ihre schnellen Flugbewegungen unangenehm, was zum Schlagen und Pusten und zu anderen Abwehrreaktionen führt. Dabei sind diese schnellen Flugbewegungen ganz arttypisch, da die Tiere erst dadurch mit ihren hochauflösenden Augen scharf sehen können. Bewegen wir uns schnell, so sehen sie das wie in Zeitlupe und sind in der Lage, noch viel schneller ihre Reaktion zu zeigen. Bleiben wir allerdings ruhig und besonnen, so bleiben auch sie friedlich. Und genau das konnte er bei seiner Arbeit in den letzten Wochen erfahren. Nicht ein einziges Mal wurde er gestochen, obwohl er ständig von ihnen umringt war, sie auf ihm landeten und an Augen, Mund und Ohren herumkrabbelten. Anpusten finden sie allerdings nicht gut. Der Kohlendioxidgehalt in der Atemluft kann sie durchaus reizen. Aber solange man sich langsam bewegt, gibt man ihnen überhaupt keinen Grund, ihren Stachel einzusetzen. Aggressiv werden sie, sobald sie von einer Bedrohung für ihr Nest und ihren Nachwuchs ausgehen. Deshalb sollte man die Nester einfach meiden, um solchen Problemen aus dem Weg zu gehen. Wie alle anderen Arten auch, haben sie ihre Funktion in den äußerst komplexen Ökosystemen und sind wichtige Glieder in einem Gefüge aus Hunderttausenden von Arten und Abhängigkeiten. Wir Menschen glauben zwar, dort immer wieder regulierend eingreifen zu müssen, doch leider haben wir immer wieder bewiesen, dass wir diese verschachtelten Systeme oft nicht ausreichend begreifen und dann völlig unangemessen handeln. Angesichts der vielen Fehleinschätzungen und falschen Reaktionen ergab sich die Idee zu den hier gezeigten Aufnahmen. Vielleicht nimmt es ja dem einen oder anderen ein wenig die Angst vor diesen spannenden und geschützten Tieren, die leider noch immer bei vielen Menschen zu Unrecht zu den unbeliebtesten Geschöpfen unseres Planeten gehören. Thank you.